Hast du alle Bücher abgezogen bekommen vorab, ne? Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe auch schon vorab eine Minute abgezogen bekommen von meiner Redezeit, von daher bin ich schon Vorbild, ne? Ja, Herr Kollege Spiering, ich wollte Sie auch noch mal kurz ansprechen auf das Freihandelsabkommen, allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Also ich war auch ein bisschen überrascht, als Sie gesagt haben, wir sind da jetzt an ein Problem hineingeraten, weil die Arbeitgeber und die Gewerkschaften das nicht ordentlich ausverhandelt haben. Also ich finde, ich würde das mal an Ihrer Stelle mal mit dem Bundeswirtschaftsminister diskutieren hier, der normalerweise hier vorne seinen Platz hat. Ich glaube, da ist doch was schiefgelaufen, wenn ich so seine Äußerungen zu den Freihandelsabkommen höre. Wir haben ja schon sehr viele und die helfen natürlich unserer Wirtschaft und auch unserer Landwirtschaft, das Christian Schmidt, finde ich, sehr richtig gesagt hat. Und Sie haben über die Chancen der Landwirtschaft gesprochen. Das finde ich auch völlig richtig. Aber ich finde, diese Rede hätten Sie dann auch mal, oder das sollten Sie dann auch mal adressieren, nicht nur an uns hier, die wir uns mit Landwirtschaft beschäftigen, sondern zum Beispiel mal an die Kollegin Hendricks, die Bundesumweltministerin, bei der ich immer das Gefühl habe, dass sie, sage ich mal, immer dann, wenn wir über Chancen hier sprechen, also uns doch den einen oder anderen Stein gerne mal in den Weg legen möchte. Darum würde ich Sie gerne mal bitten. Und Herr Kollege Ostendorf, schön, dass Sie gerade, ach, man darf doch diskutieren, das ist doch völlig in Ordnung. Und da Sie mich gerade so nett ansprechen, ich finde, ich höre Ihnen ja auch gerne zu, auch wenn Sie über Bio sprechen und so weiter und so fort. Sie betrachten ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt von Landwirtschaft. Und ich finde, was bei Ihnen immer fehlt, ist eigentlich der Blick darauf, was Landwirtschaft eigentlich leistet in diesem Land. Landwirtschaft muss ja auch dafür sorgen, dass man die Menschen ernährt. Und ich würde Sie einfach bitten, also das auch mal zur Kenntnis zu nehmen, dass Landwirtschaft da eine Aufgabe hat. Das ist ja keine Spielwiese, sondern das ist eine Aufgabe. Und Frau Kollegin Maisch, ja, deshalb wundere ich mich ja umso mehr, Sie wissen das doch. Und Frau Kollegin Maisch, also dass man hier nichts für Tierwohl getan hat, der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist doch ganz offensichtlich. Also Sie brauchen immer ein Gesetz. Wenn es dann tatsächlich Initiativen gibt, wie zum Beispiel gestartet von unserem Bundeslandwirtschaftsminister zur Tierwohlinitiative, dann ist das für Sie etwas, was gar nicht zählt. Bei Ihnen muss immer alles in Gesetzesform gegossen werden. Und das macht auch den großen Unterschied. Sag ich mal, diese Initiative ist doch sehr gut angelaufen, dass das nicht von jetzt auf gleich geht. Gut. Ja. Also ich meine, wir diskutieren ja hier über den Haushalt. Der Haushalt zeigt doch eins sehr deutlich, dass die familiengeführte bäuerliche Landwirtschaft, so wie Sie sich das wünschen, hier meine lieben Kolleginnen und Kollegen auch von den Grünen, also wirklich eine deutliche Zukunft hat. Und ich meine, solange das Ministerium hier in Unionshand ist, das merkt man auch sehr deutlich an der Politik auch der letzten Jahre, solange haben diese Familien auch eine Zukunft. Das Ministerium ist in guten Händen. Und ich würde sogar so weit gehen, und das zeigen ja Ihre Wortbeiträge, die Sie heute wieder geleistet haben, die Landwirtschaftspartei ist die Union hier in diesem Hause. Und Landwirtschaft muss natürlich auch verbraucherorientiert sein. Darüber ist auch diskutiert worden, selbstverständlich. Auch wir wollen natürlich auf der einen Seite eine Wettbewerbsfähigkeit der Landwirte, aber wir wollen natürlich auch sichere Lebensmittel und verlässliche Informationen. Und die Lebensmittel in Deutschland, meine Damen und Herren, das sind doch die sichersten Lebensmittel, die wir je hatten. Auch das sollte man den Menschen immer wieder sagen und ihnen stattdessen nicht immer wieder Angst machen. Und der Haushaltsplan trägt auch an dieser Stelle auch genau diesem Ansinnen in vollem Umfang Rechnung. Der Ernährungsbereich ist auch im kommenden Jahr, wie ich finde, bestens aufgestellt und erreicht da auch ein sehr hohes Niveau. Und liebe Frau Kollegin Binder, das ist ein bisschen verwirrend, was Sie immer darstellen, weil Sie immer alle Ebenen miteinander vermischen. Also Kompetenzen der kommunalen Ebene, der Landesebene. Und am Ende sagen Sie immer, der Christian Schmidt muss alles machen. Also das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, das stellt sich immer alles sehr schön dar hier, sage ich mal, vor Publikum. Aber tatsächlich wissen Sie genau, da sind verschiedene Kompetenzen berührt. Und so einfach ist das nicht. Und wenn bei Lebensmitteluntersuchungen... Ja. Also Sie wissen genau, es gibt unterschiedliche Ebenen, die müssen natürlich miteinander vernetzt sein, müssen zusammenarbeiten, aber nicht alles wird aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium entsprechend gesteuert. Und ich finde, gerade im Ernährungsbereich sehen wir hervorragend aus, meine Damen und Herren. Danke. Denn wir haben ja nun verschiedene Programme hier auch aufgelegt im Rahmen der Möglichkeiten, die wir auf der Bundesebene haben. Ich nenne natürlich die Projekte in Form oder auch zu gut für die Tonne. Und ich finde,
Auch hervorzuheben ist hier der Aufbau des Bundeszentrums für Ernährung. Das ist ja eben auch schon mal zur Kenntnis gegeben worden. Es soll ein Kompetenz- und Kommunikationszentrum werden, das gerade ja auch der Öffentlichkeit dient, als Ansprechpartner für alle Fragen rund um Ernährung, vom Acker bis zum Teller im Prinzip. Und das ist ja genau das, was die Menschen brauchen, viel Information. Und für Panikmache finde ich es an dieser Stelle, wir haben es ja gerade eben bei der Kollegin Maisch auch wieder gehört, und auch Desinformation, ich finde, da ist überhaupt kein Anlass hier gegeben. Was wir brauchen, ist eine wissensbasierte und eine sachliche Ernährungspolitik. Und deshalb, ich glaube, das ist aber allseits auch anerkannt worden, ist es gut, dass beim Max-Hubner-Institut das Institut für Kinderernährung eingerichtet wird. Dort soll Forschungsarbeit geleistet werden und es sollen viele Einflussfaktoren auf die Prägung des Essverhaltens und der Trinkgewohnheiten bei Kindern untersucht werden. So soll erforscht werden, wie sich diese für die Hinführung zu einer gesunden Lebensweise entsprechend auch nutzen lassen. Denn wir alle wissen ja, was Hänschen oder von mir aus auch Gretchen nicht lernt. Sie kennen den Spruch, glaube ich. Und apropos Lernen, wie man in der wissenschaftlichen Welt hoch anerkannte Gutachten und Analysen erstellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich muss Sie leider noch mal ansprechen, aber sitzen mir auch gleich hier so gegenüber. Das zeigt doch eigentlich immer das Bundesinstitut für Risikobewertung. Das ist eine Institution, ich will das noch mal in Erinnerung rufen, die ja von Frau Künast, also einer Kollegin von Ihnen, damals ins Leben gerufen wurde. Und das ist auch eine Institution, die Sie ja bis aufs Messer bekämpfen scheinbar, weil sie Ihnen mit ihren Analysen in ihre Angstpolitik, die Sie immer machen, hier gar nicht hineinpasst. Und ich finde, Sie täten eigentlich gut daran, wenn Sie die Expertisen, die hier auch vorgelegt werden, tatsächlich auch mal den Fachleuten überlassen, denn wir haben ja von Ihnen auch schon einige hier erlebt, die eigentlich ja nur zur Verunsicherung der Menschen hier in diesem Land entsprechend beigetragen haben. Ich erinnere nochmal an die Frage des Stillens von kleinen Kindern und der Frage von Glyphosat. Ich finde, Sie können sich an der Stelle sehr entspannt zurücklegen, denn es gibt ja zusätzliche Mittel für das BfR. Und dort ist es nämlich wichtig, wie gesagt, Risikobewertung vorzunehmen. Und ich finde auch, die Kommunikation ist dort entsprechend in guten Händen. Und der Minister hat das Thema eben noch mal kurz angesprochen. Ich will es auch noch mal tun. Dieses Geschacher um Glyphosat. Also für mich ist das völlig unverständlich, muss ich ehrlich sagen, nachdem alle deutschen Behörden, die für die Bewertung von Glyphosat zuständig sind, sich für die Neuzulassung des Wirkstoffs ausgesprochen haben, musste sich die Bundesregierung bei den Abstimmungen in Brüssel enthalten. Ich meine, damit hat man ja nicht nur die eigenen Behörden vor den Kopf gestoßen, die Fachleute, sondern es werden ja Zulassungsverfahren insgesamt ad absurdum geführt. Wenn so eine Frage nicht mehr wissenschaftlich beantwortet wird, sondern wenn sie nur noch politisch beantwortet wird. Und das... Da denke ich mal, sollten die Kolleginnen und Kollegen der SPD vielleicht auch noch mal drüber nachdenken an dieser Stelle. Ich fand das Geschacher unwürdig an dieser Stelle. Und es ist eh eine schwierige Situation, wenn es um die Zulassung und Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln geht, die natürlich hier auch gebraucht werden in diesem Land, wenn wir die Ernährung der Menschen entsprechend sicherstellen wollen. Es gibt ganz viele neue Herausforderungen. Unsere Kollegin hat sich sehr intensiv um die Kirschessigfliege gekümmert, die hier eingeschleppt wurde und unwahrscheinlich viele Schäden an Obst und Wein hervorruft. Und auch da hat sich die Bundesregierung entsprechend positiv aufgestellt und Geld bereitgestellt für entsprechende Demonstrationsvorhaben. Ich finde, ich würde eigentlich noch ein bisschen was zum Gartenbau sagen, aber komme ich jetzt leider nicht zu. Ich sollte mich ja vorbildlich verhalten, was die Redezeit angeht. Ich kann nur feststellen, also der Haushalt bietet auch gerade dem Gartenbau große Perspektiven, gerade auch was Energieeffizienz angeht. 25 Millionen Euro haben wir das entsprechend erhöht. Also gerade in diesem Bereich, wie gesagt, sind wir tätig, auch im Sinne des Klimaschutzes. Deshalb, meine Damen und Herren, ich glaube, das ist ein sehr zukunftsweisender Haushalt, den wir hier vorliegen haben, und würde mich sehr freuen, wenn wir das alle so sehen könnten und den gemeinsam verabschieden würden. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat Ursula Schulte, SPD-Fraktion, das Wort.